steht unter der Spielleitung der Sportkameraden Fabian Zimmermann aus Bayern sowie Mati Kastendeich aus Württemberg und Maximilian Scheibel aus Sachsen-Anhalt. Thank you.
knapp 7,5 Minuten sind noch zu spielen. Neckar-Elz gegen Wildstedt. Es steht immer noch 0:0. Bei diesem Spielstand, wenn es dabei bleiben sollte, hätte Neckar-Elz 4 Punkte und Wildstedt einen. Aber noch ist ja genug Zeit. 7 Minuten und 20 Sekunden. Neckar-Elz nimmt 4 Minuten und 23 Sekunden vor dem Ende ab. Das Timeout-Spielstand ist immer noch 0:0. And I know you said that I
Nico Deigner hat den Treffer erzielt. Ermal El Hansai erzielt das 2:0 für Neckar-Elz. Die Sirene kurz, aber die Zeit war abgelaufen. Die Schiedsrichter pfeifen das Spiel.